Ja, hallo zusammen. Ich darf euch recht herzlich begrüßen zu unserer Session And the Rest Will Follow, digitale Musikwirtschaft. Mein Name ist Ulrich Winchenbach. Ich bin für das Netzwerk Kreativwirtschaft Baden-Württemberg verantwortlich. Kreativwirtschaft, das ist Software, das sind Games, das ist Film, das ist Animation, das ist Design. Also alles so Bereiche, wo Baden-Württemberg echt spitze ist. Aber Kreativwirtschaft ist natürlich auch Popmusik und Musikwirtschaft. Und ich weiß nicht, ob das jedem so klar war, aber auch im Bereich Musikwirtschaft ist Baden-Württemberg super gut aufgestellt. Und deshalb wollen wir hier mit euch dann über die digitale Musikwirtschaft diskutieren. Ich gebe jetzt gleich auch das Mikrofon an die Janina Klaves. Sie ist Clustermanagerin Musikwirtschaft in Mannheim. Und ja, Mannheim ist ja mit der Popakademie sozusagen ein Hotspot für das Thema Musikwirtschaft in Deutschland. Und da werdet ihr auch gleich ein bisschen was noch dazu hören. Und ja, wer sich noch mehr für Baden-Württemberg interessiert, draußen gibt es noch einen Stand von der Fachkräfteallianz Baden-Württemberg. Also für alle, die vielleicht so ein bisschen angenervt sind von den Schwabenhass-Sachen hier in Berlin. Also es gibt auch ein paar gute Jobs in Baden-Württemberg, die wir da noch anzubieten haben. Und außerdem haben wir auch noch Fußbälle, also Fußbälle gibt es auch noch. Und ja, würde uns freuen, wenn ihr da am Stand vorbeischaut. Und außerdem anschließend gibt es auch noch ein Get-Together auf Einladung der Stadt Mannheim. Aber auch da sagt die Janina noch was dazu. Ja, ich wünsche euch jetzt viel Spaß, eine spannende Diskussion. Und Janina, bitteschön. Danke, Uli. Erstmal vielen Dank an die MFG Baden-Württemberg für die Einladung, dass wir dieses Panel heute thematisch und personell besetzen dürfen. Ich bin nicht alleine gekommen. Ich habe, wie mir erschien, sehr spannende Referenten gefragt und eingeladen, ob sie heute mit mir über digitale Musikwirtschaft, ich sage bewusst, der Schwerpunkt liegt auf Wirtschaft und nicht auf digital, weil digital ist die Musik, das wissen wir, und über Regionalentwicklung sprechen wollen, mit dem kruden Untertitel Ein Zusammenhang in Gegenwart und Zukunft. Deswegen bitte ich jetzt auf die Bühne zum einen Sebastian Schweitzer, Geschäftsführer von Chimperator Records, den Tim Otto von Cosmopop, den Andy Rubin Schwarz von Humming Records und freier A&R Consultant bei unter anderem Universal Music und Professor Hubert Vanjo, Geschäftsführer der Pop Akademie. Herzlich willkommen. So, Mikros liegen auf dem Tisch, sehr schön. Bevor das jetzt untergegangen ist, Sebastian Schweitzer, gerade schon gesagt, Chimperator Records, gibt es seit 1999 das Label, bekannt geworden durch Crow oder andersrum, Crow ist bekannt geworden durch euch, durch die Orsons, durch Meckes und viele, viele weitere mehr, jetzt ganz neu auch Muso und Heiß-Kalt, was uns Mannheimer natürlich auch sehr freut. Nebenan Professor Hubert Vanjo, Managing Director, ist richtig, ne, der Popakademie Baden-Württemberg, der einzigen staatlich anerkannten Hochschule zum Popularmusikstudium. Tim Otto ist bei Cosmopop, das sind die Veranstalter unter anderem der Time Warp oder des Love Family Parks, verantwortlich für den gesamten Online-Content, Social Media, alles was mit PR und Veranstaltung zu tun hat, läuft über ihn. Und Andy Rubin Schwarz, angefangen mit Teleporter, einem Künstler-Management-Unternehmen, seinem eigenen, jetzt bei Humming Records, einem kleinen, einem Indie-Label, auch noch freier A&R oder A&R Consultant bei Universal Music und schreibt gerade seine Masterarbeit bei BMG Rights. Richtig? Sehr schön. Gut, dann der erste Themenpunkt, über den ich gerne reden würde. Jetzt hole ich noch kurz meinen schlauen Zettel aus der Tasche, den habe ich nur lauter Reden vergessen. Der Titel heißt Ein Zusammenhang in Gegenwart und Zukunft. Aber Gegenwart und Zukunft funktioniert natürlich nicht über Vergangenheit. Und da wir hier bei einer Web 2.0-Konferenz sind und wir nicht davon ausgehen dürfen und müssen, dass ihr alle Musikspezialisten seid, ein ganz kurzer Rückschlag in die Vergangenheit. Das Problem. 1977 kam der Erlanger Professor auf die großartige Idee, Musik über Telefonkabel zu verschicken. Das Patentamt hat gesagt, das geht nicht. Doch der gute Professor vom Fraunhofer-Institut hat weitergeforscht und hat sich Hilfe geholt und 1995 bewies Karl-Heinz Brandenburg,
mit seiner Dissertation mit dem Namen Beitrag zu den Verfahren und der Qualitätsbeurteilung für hochwertige Musikkodierung, dass es doch geht. Sprich, die MP3 war geboren. Dann hat man den Herrn Brandenburg damals gefragt, ob er eigentlich wisse, dass er damit eine ganze Industrie, nämlich die Musikwirtschaft, zerstören würde. Und er hat damals gesagt, wir zerstören sie nicht, wir verändern sie nur. Die Branche muss sich auf die Chancen im digitalen Vertrieb einlassen. So, das war jetzt knapp vor 15 Jahren. Man kann so viel sagen, die Branche struggelt noch immer, mittlerweile streamt sie auch und ich bin gleich fertig. Es gibt noch ein Jubiläum dieses Jahr, zum einen 10 Jahre Popakademie, aber auch zum anderen 10 Jahre iTunes, was sehr lustig ist, weil normalerweise ist iTunes ja sehr laut, wenn es was Tolles zu vermelden gibt. 10 Jahre iTunes wurde erst sehr, also eher leise gefeiert, die Frage ist natürlich warum. Steve Jobs hat seinerzeit, ich sag jetzt mal durchgedrückt, dass ein Album $10 kostet und eine Single 99 Cent. Hat er gut gemacht. Im Vergleich, im Jahre 2000, sozusagen der Höhepunkt der CD-Ära, wurde allein in den USA 1 Milliarde Silberlinge verkauft. Wir merken uns 1 Milliarde. 2007, also 7 Jahre später, der Crash war quasi, die MP3 war da, der Crash war da, war es erstmals so, dass Einzeldownloads über iTunes die CD-Verkäufe überstiegen haben. Theoretisch ein Grund zu feiern, in Zahlen heißt das 820 Millionen verkaufte Einzeldownloads zu 500 Millionen verkaufter CDs, jetzt erstmal nur in Amerika. 2012 immerhin 1,4 Milliarden Digital-Singles verkauft, das sind 7-mal mehr als CDs. Jetzt kann man sagen, ist doch toll, die Kunden haben das angenommen, ganz hervorragend. Wenn man jetzt aber sieht, dass die Umsätze zwischen 2003 und 2012 von 12 Milliarden auf 7 Milliarden geschrumpft sind, ohne Inflationsbereinigung, das heißt die Umsätze um 50% halbiert, dann ist das mit dem Feiern vielleicht doch ganz gut, dass man leise feiert. Jetzt kann man ja sagen, vielleicht müsste man iTunes und Amazon und den ganzen einfach nur noch ein paar Jahre geben. Der Aufwärtstrend war ja spürbar, aber auch iTunes und Amazon eher rückläufig, weil jetzt gibt es ja auch Spotify und Netflix. Also es gibt schon wieder etwas Neues, nämlich das Streaming. Die Frage ist, was machen wir jetzt? Darüber reden wir jetzt. Jetzt reden wir über die Zukunft. Hubert. Als auf diesem Panel sozusagen Dienstältester. Du hast CBS, den Sony Music Transformation, du hast bei Warner gearbeitet. Wenn du eine Zeitreise machen könntest, sagen wir mal 20 Jahre zurück, und deine alten Kollegen treffen würdest, was würdest du denen sagen? Würdest du denen sagen, Freunde, wir müssen uns einstellen, da kommt eine technische Erneuerung, wir müssen über DRM nachdenken? Oder würdest du sagen, liebe ENAs, wir brauchen weniger Snap und Eurodance, wir brauchen vielleicht wieder Themen, die die Menschen mehr lieb haben, weil da kommt eine technische Erneuerung und dann klauen die uns quasi die CDs nicht vom LKW, aber aus dem Internet. Was würdest du sagen? Ich würde ihn vielleicht, wenn ich nicht wüsste, dass es eh schon tun, würde ich ihn vielleicht raten. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, euch mit euren Konsumenten zu verbünden durch das Internet und tut das. Tut das bezüglich allen Funktionen, die ihr habt, bezüglich Künstler-Scoutings, bezüglich Künstlerentwicklung, bezüglich des Vertriebs. In allen Wertschöpfungsphasen kann man heute und sollte man heute eben mit dem Konsumenten ganz, ganz eng zusammenarbeiten. Einfach oft, man hat es ja früher sehr, sehr propagiert. Es gab ja sehr, sehr viele Managementbücher, die hoch und runter gelesen wurden, In Search of Excellence. Also die Kundenorientierung wurde damals sehr propagiert. Aber jetzt ist sie wirklich möglich. Das Internet macht es möglich. Und man fängt langsam an zu verstehen, dass es nicht nur ein reines Vertriebsinstrument ist, dass es nicht nur ein reines Marketing- oder Aufmerksamkeitsmanagement-Instrument ist, sondern dass es ein Instrument ist, einfach wirklich ganz deutlich und ganz klar, sehr zielgenau mit seinem Publikum zu kommunizieren, deren Wünsche genau abbilden zu können und sie zu involvieren, auch in Produktentstehung. Ja? Also hier öffnet sich eine ganz andere Welt als die, in der man bisher drin war. Nochmal kurz in der Vergangenheit geblieben, was ist damals eigentlich schiefgelaufen? Warum waren andere Download-Plattform-Anbieter schneller als die Musikwirtschaft selbst? Warum haben andere schneller mit illegalem Content oder Content-Angebot Geld verdient und nicht die Musikwirtschaft? Na, es gab schon gleich zu Beginn, gab es ja Leute, Tim Renner zum Beispiel, damals noch Chef von Universal, hatte die erste Internetplattform hier in Deutschland auf den Weg gebracht. Damals noch Gerhard Schröder hat noch das Band durchgeschnitten. Aber das Problem war und ist immer heutzutage noch, eine einzelne große Firma ist natürlich auch die Konkurrenz der anderen Firmen. Das heißt, die werden in der Regel ihr Repertoire einem Mitkonkurrenten nicht zur Verfügung stellen. Dazu braucht es dann eben neutrale Akteure. Das war dann
du hast es vorhin die gesagt, illegal. Dann später war es dann iTunes und andere. Das ist nach wie vor so der Fall. Wir sehen es jetzt im Falle Spotify. Die haben das sehr clever gemacht. Spotify hat, glaube ich, die großen Labels alle beteiligt. Sie haben alle Shares an Spotify, sodass alle auch bereit sind, hier ihre Musik für die Streaming-Dienste zur Verfügung zu stellen. Das war damals eben nicht der Fall. Man konnte die nicht unter einen Hut bringen. Sehr früh ist darüber nachgedacht worden. In den Firmen sitzen jetzt auch keine Vollidioten, obwohl sie oft als solches bezeichnet werden. Da sitzen auch Leute, die was von strategischer Planung verstehen. Aber die sind natürlich auch, haben ihre Limitationen, was ihr Denken angeht, weil unterm Strich sind diese Firmen Verwerter, sind diese Firmen Wirtschaftsunternehmen, die auf Umsatz, Marktanteil und Gewinne programmiert sind und die auch sehr kurzfristig denken, weil sie oft auch börsennotiert sind, also alle Vierteljahre, alle drei Monate optimierte Zahlen präsentieren müssen und dann ist oft dann für langfristige Planung fehlt dann auch der Rückhalt von ganz oben. Und das sind also ein Sammelsurium von Gründen, warum man sich damals nicht hat auch strategisch ausrichten können. Und zudem ist es so, all diese Firmen, die Power haben, also sie auch heute noch haben, auch noch in der digitalen Wirtschaft haben sie immer noch, die sind natürlich, werden gelenkt nicht aus den einzelnen Subsidiaries, wie es so schön heißt, in den vielen Ländern, sondern die haben ihre Headquarters in New York in der Regel oder in Los Angeles und da spielen dann gesamtamerikanische Betrachtungsweisen eine größere Rolle. Also ein Sammelsurium von Gründen, warum das damals nicht gleich so geklappt hat, wie man sich das gerne gewünscht hätte. Dann noch abschließend die letzte Frage zu dem Thema. Wenn wir jetzt also über digitale Musikwirtschaft sprechen, zum jetzigen Zeitpunkt, also wenn man sich mal anschaut, könnte ja sagen, Amazon benutzt Musik als emotionalisierendes Gut, um halt noch Waschmaschinen zu verkaufen. Und iTunes will ja auch eigentlich nicht Musik, sondern Hardware verkaufen und halt auch noch Musik. Und Musicload, da geht es vielleicht um das Image von der Telekom. Und Spotify ist ja noch wirklich sehr am Anfang und arbeitet mit den großen Labels zusammen. Ich frage auch gleich mal die noch nicht so großen Labels, wie das bei denen aussieht. Aber würdest du sagen, dass man zum jetzigen Zeitpunkt tatsächlich schon von einer digitalen Musikwirtschaft sprechen kann? Es kommt darauf an, wo man hinschaut. Natürlich kann man davon sprechen. USA sind es bereits 50%, die digitale Wirtschaft macht. Es gibt in Asien, in den mobilen Gesellschaften, sagen wir mal, die mobil konsumieren, 60-70% digitale Umsätze, gar keine physischen Umsätze mehr. Die Frage ist natürlich, von was? Ne? Bei uns ist es noch relativ. Die Zahlen sind ja etwas kleiner geworden. Die Zahlen, also 70% von, ist ja dann immer noch kleine Brötchen. Das ist richtig, aber das ist jetzt nun mal eine ganz andere Sache, die wir wahrscheinlich hier gar nicht diskutieren müssen, weil wir wollen ja jetzt nicht über den nicht bezahlten Konsum, sondern über den bezahlten diskutieren. In Deutschland sind es leider oder Gott sei Dank, je nachdem, weil man verdient natürlich im physischen Geschäft wesentlich mehr, sind es derzeit nur 20%, zwar mit steigender Tendenz, aber wir sind da, auch in Europa sind wir da fast am hinteren Ende. Natürlich gibt es Länder, bei denen digital noch gar nicht viel läuft, auch in Europa, aber von den großen Ländern sind wir da weit hinten dran. Aber es geht aufwärts und es ist eine demografische Frage auch. Also der große Teil unserer auch musikkaufenden Bevölkerung ist eher 40+. Das heißt, es sind keine Digital Natives, sondern es sind ja Leute, die bestenfalls das Netz nutzen, aber nicht in ihm leben. Aber das wird sich ja Jahr für Jahr verändern. Also wenn wir in 20 Jahren uns die Frage stellen würden, wäre es auch so, dass einfach die Generation jetzt nachwächst, die mit dem Netz aufgewachsen ist, die natürlich im Netz jetzt, also auch die ganzen Konsumgewohnheiten, Musik hören im Netz verinnerlicht hat und es auch gar nicht mehr anders macht. Also es macht bei uns einen Großteil dessen aus, dass hier noch sehr, sehr viel physisch verkauft wird, derzeit noch zum finanziellen Nutzen in der Tat der Verwerter und auch der Künstler, weil es bleibt eben auch mehr hängen als, nehmen wir jetzt mal einen Stream. Im Schnitt wird für einen Stream, glaube ich, momentan im Durchschnittswert 0,003 Eurocent abgerechnet an einen Künstler. Also wenn man jetzt 100.000 Streams hätte, hätte man, glaube ich, dann 300 Euro. Also das kann man einmal mit der Familie essen gehen und 100.000 Streams, das ist man schon, da wäre man schon ein Star. Ja? Also das sind natürlich Mikrogeschäfte, die da momentan da sind im Netz. Deswegen ist die ambivalente Position dazu, solange es physisch noch so gut läuft, bleibt natürlich wirtschaftlich mehr übrig, aber das wird nicht so bleiben. Deswegen geht es in Zukunft darum herum, wie kann Künstler in Zukunft besser monetarisieren. Es ist immer noch die Gretchenfrage, ob man sagt,
Musik im Netz, also vorproduzierte Musik im Netz, sollte gegebenenfalls gar nicht mehr als Umsatzbringer angesehen werden, auch nicht von den Künstlern, nicht mehr von den Verwertern, sondern einfach nur noch die physischen Derivate davon, die dafür aber besser gestalten, damit man sich gar nicht mehr, sagen wir mal, auch im politischen Sinne und auch im rechtlichen Sinne in diese Zone begeben muss, wo man mit Abmahnung und einer Verschärfung des Urheberrechts rangehen muss, weil die Dateien sind da, die kosten nichts und sie werden immer da bleiben. Sie werden nicht weggehen, man kann mit keiner noch so starken Rechtsverfolgung im Grunde genommen nicht bezahlten Konsum unterbinden. Also deswegen versuchen, mit ihm zu leben und das Beste draus zu machen. Sebastian, Chimperator Records, erzähl mal. Ihr habt 1999 angefangen zu, ich glaube, drei Stuttgarter. Mhm. Und heute habt ihr... Ich muss kurz gucken. Sind es zwei oder drei Echos? Zwei. Zwei Echos, ja. Ein Bambi, eine 1Live-Krone und den Titel iTunes Newcomer des Jahres mit Crow. Wie ist das alles passiert? Dankeschön. Das ist natürlich nicht jetzt alles so hoppla hopp auf einen Schlag. Wie du gesagt hast, wir haben 99 angefangen und damals war das sehr klein, also das war auch nicht wirklich, was wir da hatten als Label, war so der Name und ein Logo und ein PC und haben dann gesagt, so, wir sind jetzt ein Label. Und es hat sich dann so langsam, Schritt für Schritt, ist es größer geworden und wir haben, am Anfang waren wir eigentlich eher selber Musiker. Also wir haben Freunde und Musiker, die sich gegenseitig unterstützt haben. Und es hat dann langsam angefangen, dass wir gesagt haben, okay, wie kriegt man eine CD in den Laden, dann habe ich erstmal begriffen, aha, es gibt einen Vertrieb und der stellt das in den Laden und haben uns einen Vertriebsdeal gesucht, haben 2004 bei Rough Trade damals den ersten Vertriebsdeal unterschrieben und dann wurde es langsam immer größer so, also wir haben dann, ich glaube, das erste Orsons-Album kam 2008 raus, was so deutschlandweit so das erste Mal innerhalb der Hip-Hop-Szene für so größere Wellen, zumindest für uns vom Gefühl, gesorgt hat. Und dann haben wir, Carlo haben wir, glaube ich, 2011 unter Vertrag genommen, haben dann erstmal sein Easy-Mixtape... Carlo is Crow, ja, Entschuldigung. Sein Easy-Mixtape umsonst ins Netz gestellt, haben das so verteilt zum Free-Download. Haben dann nachher nochmal die Single, also den Song Easy, der auf dem Easy Mixtape drauf war, nachdem er dann, ich weiß nicht, wie lange es war, ich glaube 3-4 Monate zum Free-Download im Netz war, nochmal als kommerzielle physische Single und digital natürlich auch veröffentlicht. Die hat inzwischen, ich glaube, fast schon Doppel-Platin-Status erreicht. Und dann ging es los mit Carlo. So. Und dann kamen diese ganzen Awards nach und nach dazu. Und dann kamen auch neue Künstler. Also ich habe in dem Interview gelesen, am Anfang habt ihr alles, was ihr verdient habt, sofort wieder in neue Produktionen gesteckt. Also am Anfang habt ihr davon auch nicht gelebt. Ja, genau. Also das war, also wir konnten es überhaupt so lange nur machen, weil wir das immer nebenher gemacht haben. Also am Anfang neben Zivildienst, dann neben Studium und später neben einem richtigen Job und haben das Geld, was darüber reinkam, eben nicht ausgezahlt oder verfeiert oder sonst was, sondern eben damit die nächste Produktion gezahlt. So, wir hatten am Anfang auch unser erster Vertriebsdeal, mussten wir selber in Vorkasse gehen, haben selber gepresst und es war natürlich auch finanziell ein Risiko, ein großes Risiko für uns und da haben wir dann einen Release pro Jahr machen können, so, weil mehr ging finanziell einfach nicht. Und heute seid ihr tatsächlich zu 15, oder? So ja, 12, 15 Mitarbeiter sind wir jetzt mit uns Gesellschaftern zusammen. Die das nicht nebenher machen, sondern... Nee, machen wir alle hauptberuflich, wir haben einen Auszubildenden. Ja, und haben jetzt auch also mehrere Firmen nebenher noch gegründet. Also es gibt die Chimperator Live GmbH, die das ganze Live-Geschäft für unsere Künstler macht. Wir machen Management neben dem Label auch, machen Events auch in Stuttgart selber, Club-Events, gründen gerade einen Verlag noch. Ja. Also wirklich eine durch und durch Ausnahme und absolute Erfolgsgeschichte, wie sie leider viel zu selten vorkommt, darf man, glaube ich, tatsächlich so sagen. Da war mit Sicherheit auch viel Geschick und Fingerspitzengefühl und sehr viel Mut notwendig. Was würdest du jetzt, oder was, nicht was würdest du sagen, sondern womit verdient ihr denn de facto
euer Geld? Mit digitaler Musikwirtschaft, mit physischen Verkäufen, mit Live-Konzerten? Wie würdest du sagen, ist da so die Verteilung? Na, das spielt alles zusammen natürlich. Also klar, bei Live kommt sehr viel Geld rein. Merch-Verkäufe sind auch sehr wichtig. Bei dem Split digital physische Tonträger ist es bei uns, bei Carlo, glaube ich, gerade zwei Drittel zu ein Drittel. Also zwei Drittel sind physisch, ein Drittel ist digital. Und klar, digital ist gerade bei Carlo sehr wichtig, weil er daherkommt und weil das Ganze im Netz angefangen hat. Wir machen da, also zum Beispiel so Abmahnen machen wir bei ihm überhaupt nicht, weil es eben bei ihm ein schmaler Grat ist. Also die Easy-Single zum Beispiel, die gibt es eben auch als Free-Download und du kannst jetzt nicht plötzlich, nur weil sie jetzt auch zu kaufen gibt, dann plötzlich Leute abmahnen. So. Und ja, also wir werden auch weiterhin Musik für umsonst ins Netz stellen. Und ja. Ihr seid aber auch bei Spotify zum Beispiel. Wir sind auch bei Spotify, ja. Ist man da, um Reichweite zu generieren oder ist man da tatsächlich auch, um Geld zu verdienen? Also wir verdienen da auch Geld. Habt ihr direkten Deal auch mit Spotify oder? Nee, das ist über Groove Attack, über unseren Vertrieb sind wir dort. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich kann es jetzt nicht richtig belegen, dass es uns, also es nimmt uns nichts weg. Es ist jetzt nicht so, dass Leute, die vorher bei iTunes sich das gekauft hätten, jetzt sagen, aha, ich kann bei Spotify umsonst das bekommen, sondern es sind eher Leute, die vorher es nicht gekauft hätten, jetzt aber eben die Möglichkeit haben, es trotzdem anzuhören und für uns fällt dann da auch ein bisschen Geld noch ab trotzdem. So. Die hätten sich, wenn sie sich angehört hätten, vorher halt illegal besorgt. So. Und die können jetzt da reingehen und sich dort anhören. Und dann aufs Konzert kommen. Genau. Okay. Andi, du hast ja auch schon ein paar Stationen durchlaufen. Erst Künstlermanagement mit Teleporter. Jetzt bist du bei Humming Records, ein Indie. Arbeitest gleichzeitig aber auch für einen Major als freier A&R. Das heißt, du kennst die Label-Strategien. Aber erzähl noch mal ganz kurz vorher zu Humming Records. Was tut ihr? Wer seid ihr? Humming Records ist ein loser Verbund von quasi vier Persönlichkeiten, die sich so getroffen haben. Also eigentlich, ich kam vor einem Jahr dazu und da war es in etwa so, dass ich Colin übers Studium kennengelernt habe. Wir haben festgestellt, dass wir beide irgendwie ein Fable für Musik haben und auch für schlechte Witze. Und dann haben wir noch ein paar Bands gefunden, die ein Fable für schlechte Witze hatten. Und dann hatten wir so unser erstes kleines Roster zusammen. Machen jetzt Management, machen aber auch Labelarbeit zusammen. Und die haben das vor ein paar Jahren angefangen, da ging es eigentlich eher um Lizenzierungen aus dem Ausland, weil die Bands aus Australien super fanden, wie zum Beispiel Cloud Control und so, und haben festgestellt, ja, die werden in Deutschland noch nicht veröffentlicht und das fanden sie schade und dann haben sie gesagt, okay, da müssen wir eigentlich was dran machen. Und das ist so die kleine Geschichte von Humming Records. Wir haben dann noch eine vierte im Boot, die macht bei uns Promotion und insgesamt machen wir das aber alle neben unseren anderen Jobs sozusagen. Also es ist ein Herzensding und da geht es wirklich darum, wenn wir eine Band oder einen Künstler so toll finden, dass wir sagen, ja, zu viert, wir wollen das machen und wollen da irgendwie auch unsere Freizeit mit reinstecken und auch selbst so in Vorkasse gehen, beziehungsweise auch selbst eben die ganzen Sachen zu finanzieren, dann ist es für uns eben an einem richtigen Zeitpunkt das Ganze zu machen. Also es ist tatsächlich eher ein sehr, sehr emotionsbeladener Job, den wir da alle ausfüllen. Und ein Liebhaberprojekt. Ja, wir deine machen das Brötchen für unsere Künstler. Verdienst du dann unter anderem, indem du Universal dein Know-how und dein Trendgespür zur Verfügung stellst? Richtig, ja. Also was ich dort mache, ist tatsächlich, ich bin als Consultant oder Web-A&R dort tätig. Das heißt, ich durchforste das Internet nach neuen Trends und aktuellen Thematiken, die dort eben stattfinden. Das kann, also ich habe mir da meine kleinen Tools eben zusammengebastelt, wenn man so will, und habe da eben meine Sachen, die ich dann so abforste und durchforste. Und viel geht natürlich nach wie vor über Empfehlungen, muss man ganz ehrlich sagen, also auch persönliche Empfehlungen. Und dann. Also alle Demo-Tapes zu ihm. Sehr gerne. Soundcloud-Links, sehr gerne. Und wenn da das Spannendes dabei ist, dann reporte ich das und dann hoffen wir, dass wir da später alle tierisch reich werden mit. Wieso lachen jetzt alle? Ja, ihr seht, wie bitter es uns geht. Aber das Schöne ist ja, dass du dann ganz schön vergleichen kannst, wenn du bei Universal gerade drin saßt und dir dann so anschaust, wie die arbeiten und dann zurückkommst zu deinen Humming-Jungs. Also ich muss gestehen, ich habe ja auch mal kurz bei Universal reingeschnuppert und damals war es so im Marketing-Mix, da hast du einfach mal so 50.000 Euro für MTV Viva rausgehauen, für irgendeine Werbekampagne, gibt es ja jetzt nicht mehr. Die Online-Abteilung bestand damals aus 5 Leuten. Was hat sich denn da verändert?
Es hat sich einiges getan tatsächlich. Also im Online-Marketing wird wesentlich weniger für traditionelle Sachen ausgegeben. Also gerade Bannerwerbung etc. spielt eine weniger große Rolle, als eben versuchen, ein Gesamtkonzept und einen Künstler umzustricken. Also im Endeffekt wird viel über Promotion-Leistungen gegangen. Es wird viel versucht, sozusagen auch die Digitalkanäle so zu bemustern, dass sich daraus dann auch wieder Synergieeffekte ergeben zwischen den einzelnen Sachen. Weil wir jetzt bei UDP, wo ich direkt sitze, eben auch Themen haben, die sowas erfordern. Also wir haben mit zum Beispiel... Das ist die Pop-Abteilung. Genau, die Pop-Abteilung. Das ist zum Beispiel ein Künstler wie Abby oder ein Künstler wie Woodkid, die halt aus einem eigentlich, sag mal, einem Pop-untypischen Terrain kommen, die man jetzt versucht, so langsam und stetig aufzubauen und wo man sicherlich am Anfang nicht die Verkaufserwartung haben kann als bei einem Rosenstolz-Album oder so. Also dementsprechend muss halt auch geschaut werden, dass das Budget so eingeteilt wird, dass das Ganze im Long Run dann eben Sinn macht. Inwiefern spielt digitale Musik Wirtschaft bei Humming eine Rolle? Ich würde sagen, es spielt tatsächlich eine große Rolle. Wir waren jetzt jüngst bei der South by Southwest und haben uns da auch mit ein paar Indie-Kollegen internationaler Art unterhalten, auch mit unserem Vertrieb nochmal getroffen. Und was wir festgestellt haben, ist, dass gerade im Single-Label-Bereich einiges gemacht wird. Also dass tatsächlich auch Major-Labels mittlerweile ihre Dependancen haben, wo Singles relativ frühzeitig von jungen Künstlern unter Vertrag genommen werden. Meistens auch nicht ganz so exklusiv, wie man das erwarten aber würde. Aber nur physisch, ne? Nee, auch digital. Wie viel shippt Universal da so digital? Physisch, Entschuldigung? Physisch, also es ist physisch ist es meistens so, dass es halt über den Vertrieb der Labels eben funktioniert. Das heißt, arg viel ist es natürlich nicht. Es wird so eher 2000 geschaut. Ungefähr? Ich glaube, es stimmt. Möglicherweise. Es ist so, dass das Ganze sich viel mehr um einen Hype, der darum kreiert wird, dann trägt. Also das heißt, es wird geschaut, dass das digitale Produkt halt relativ früh draußen ist und das, was dann dazu kommt, also Infectious Music zum Beispiel, machen es eben so, dass die dazu noch ein physisches Produkt entwerfen, was eben eine gewisse Wertigkeit hat und was dementsprechend auch gerne von den Musikkonsumenten dann in einem frühen Stadium auch gekauft wird. Da gibt es einige, Golden Neon zum Beispiel, oder eine Künstlerin, die das sehr, sehr gut gemacht hat, war Rye, die am Anfang noch nicht mal erhältlich war wirtschaftlich, sondern die mit einem Video gestartet ist und dann so nach und nach quasi ihren Income-Stream aufgebaut hat. Das heißt, es ging dann von einem Release über Streaming bis hin zum physischen Produkt und letztendlich hat es dann eben auch für so viel Furore und Wirbel gesorgt, dass das Ganze sich halt dann, sag mal, in einem relativ gesunden Zeitraum irgendwie aufbauen kann. Also das war auch für Humming Records eine Überlegung, die wir tatsächlich angestrebt haben. Und wir sind jetzt gerade auch an den ersten Künstlern dran, weil wir das Gefühl haben, wir können da sehr, sehr früh dabei sein. Und es trifft auch so ein bisschen unsere Philosophie, wo wir sagen, okay, das ist eine Band, die begeistert uns. Die haben Tracks, die finden wir wirklich stark, die würden wir jetzt gerne rausbringen. Und wir müssen finanziell nicht so groß in die Vorleistung gehen, als wenn wir jetzt sagen, okay, wir versuchen ein Album zu machen und versuchen jetzt innerhalb von kürzester Zeit so viel Wirbel, um die Band zu kreieren, dass ich so ein Album dann auch finanzieren würde wieder. Also dementsprechend ist es für uns einfach die Möglichkeit, früh zu signalisieren, okay, wir haben Bock drauf, wir wären gerne dabei und wenn man sich dann mag und wenn das Ganze erfolgreich wird, dann wird es eben dann auch für ein Album oder für eine EP oder sonst was eben nutzen. Und da sind wir gerade dabei, uns da die ersten Themen auszuschauen. Dankeschön. Tim, du arbeitest bei Cosmopop. Was ist Cosmopop? Genau, wir sind eine Mannheimer Eventagentur, sind hauptsächlich fokussiert auf den elektronischen Musikbereich, haben vier eigene Eventmarken, die wir in ganz Europa mittlerweile produzieren, arbeiten aber auch viel mit Partnern zusammen. Unser jüngstes Partnerprojekt war jetzt zum Beispiel das Open Festival mit Chimperator eben. Das nächste Partnerprojekt wird morgen das Fade In Festival in Brüssel sein. Aber wie gesagt, Kerngeschäft sind eben unsere eigenen Festivalmarken. Die Time Warp und der Love Family Park sind beide jetzt seit 19 bzw. 20 Jahren aktiv. Nebenbei machen wir auch Künstler-Promotion, Produktionsdienstleistungen, aber wie gesagt, unser Kerngeschäft sind eben unsere eigenen Eventmarken und Partner-Events. International. So eine ganz persönliche Wahrnehmung. Ich persönlich habe ja das Gefühl, dass DJs die neuen Rockstars sind und dass die Pop- und Rockkünstler die Rockstars von gestern sind. Aber so ein Sven Feth, also das ist ja schon, da kann man ja nur noch von Rockstar sprechen.
Und dieses, ich sag mal, Cherry-Picker-Problem, also dass die Menschen nur noch Singles kaufen, das ist ja in der elektronischen Musik ein bisschen anders, weil damit habt ihr ja grundsätzlich erstmal kein Problem. Also das ist ja jetzt, da kommt ja jetzt nicht dann unbedingt zwangsweise das nächste Album hinterher. Deswegen die Frage, welche Rolle spielt digitaler Vertrieb in der elektronischen Musik? Also wir als Veranstalter haben natürlich da gar kein Problem erstmal mit, aber digitaler Vertrieb ist natürlich unheimlich wichtig im elektronischen Musikbereich. Gerade jetzt auch durch die Digitalisierung bei der DJ-Technik, das ist ja fast parallel zur Digitalisierung der Musikwirtschaft, sind ja auch DJs eben von physischen Tonträgern wie Vinyl, wie CDs, langsam auf digitale Tools wie jetzt beispielsweise Traktor oder Serato Scratch übergewechselt. Und da kommt dann natürlich eben auch der digitale Tonträger, der bekommt dann eine ganz neue Bedeutung. Und Portale wie Beatport ist mittlerweile der Plattenladen eines jeden DJs. Ja. Und dort ist eben auch, ich will nicht sagen, dass das Album dort keine Rolle spielt, das stimmt nicht. Aber es wird natürlich vermehrt zu einzelnen Tracks gepickt, die ins Set passen. Generell wird ja auch in der elektronischen Musik viel mehr EPs released als beispielsweise jetzt in der Popmusik, wo die Single-Auskopplung dann meistens der Vorschritt zum Album ist. Nun ist es ja so, dass die Time Warp, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, die größte Facebook-Community in Sachen Festivals in Deutschland hat. Ihr habt irgendwie 250.000 im Vergleich zu Rock am Ring, die haben weniger. Genau. Wie macht man das? Also du bist ja quasi für den gesamten Social Media und Content zuständig und hast innerhalb kürzester Zeit diese Community aufgebaut. Wie war das machbar? Also das Allerwichtigste ist erstmal, dass man ein stimmiges Produkt und eine gute Marke hat. Ja? Denn mit einer schlechten Marke, da kann ich mich so viel reinhängen, wie ich will, da werde ich in der Regel keinen Erfolg mit haben, auch im Social Media Bereich nicht. Und dann sind wir eben schon sehr früh mit einer recht professionellen Einstellung daran gegangen. Also auch schon 2010, als Social Media jetzt noch nicht in aller Munde war. Ja. Ist zwar gerade gekommen, aber viele haben es halt auch einfach verschlafen. Und wir haben uns da eben direkt reingehängt, sind auch mit einem sehr ganzheitlichen Ansatz daran gegangen, haben direkt nicht nur Facebook gemacht, sondern wir waren wirklich überall aktiv, haben auch Portale mitgemacht, von denen jetzt heute keiner mehr redet, StudiVZ als Beispiel mal. Und haben uns dann natürlich auch sehr eng an unsere Community gehalten. Das heißt, wir sind alle selbst aus der Szene bei uns bei Cosmopop. Das heißt, wir wissen, von was wir reden. Wir wissen aber auch, mit wem wir da auf der anderen Seite reden. Selbst wenn wir den einzelnen User jetzt nicht persönlich kennen, können wir nachvollziehen, wie denkt er, was will er, worauf kommt es ihm bei einem Event an. Und dann ist natürlich auch ganz wichtig die richtige Content-Auswahl. Mit welchen Inhalten repräsentiere ich mich auf Social Media? Mache ich jetzt einfach alles, nur um alles gemacht zu haben? Oder pick ich mir eben meine 2-3 Tools raus, mit denen ich dann aber auch wirklich effektiv arbeite? Wir haben uns für Letzteres entschieden und sind damit eben sehr, sehr gut gefahren. Okay, jetzt hätte ich noch eine letzte Frage zu diesem Punkt. Das ist ja total toll, wenn man irgendwie 250.000 Facebook-Freunde hat, aber wie zur Hölle verdient man damit Geld? Also wir reden ja jetzt über Wirtschaft. Was bringen einem denn 250 Facebook-Freunde? Ein Euro pro Daumen wäre cool oder so. Also zuerst mal sparen wir wahnsinnig viel Geld, dadurch, dass wir eben andere Promotion-Tools wie Print reduzieren können. Ja. Da fällt bei uns ein ganz schöner Posten weg. Dann ist es natürlich auch so, dass wir eben sehr direkt mit der Zielgruppe kommunizieren, uns sehr gut darstellen können, zum Beispiel über Musik, was jetzt bei Print gar nicht möglich wäre. Ja. Ich kann dieses Erlebnis, dieses Eventgefühl von der Time Warp, kann ich natürlich über ein schönes Video über Social Media 1000-mal besser darstellen, als wenn ich eine Image-Kampagne in einem Magazin schalte. Ja. Die Time Warp ist ja auch international. Ihr seid ja mittlerweile in Holland, in Mailand, in Holland? Holland, Italien und es kommen eventuell noch ein, zwei Sachen dazu. Okay, ja. Dann habe ich nicht gefragt. Also die Kanäle betreust du ja auch. Kommunizierst du da anders in diesen Ländern als in Deutschland? Also ist das regional unterschiedlich, sage ich jetzt mal? Ja, auf jeden Fall. Also
Auch unsere Community setzt sich sehr international zusammen. Allerdings, eben du hast es erwähnt, die Time Warp Italien, da müssen wir schon einen ganz anderen Kommunikationsansatz fahren als jetzt beispielsweise in Holland. Manche Themen, wie jetzt zum Beispiel irgendwelche hochkomplizierten Facebook-Applications, die kommen in Deutschland sehr gut an. In Italien ist das einfach nicht gefragt. Dort will man starke Bilder, dort will man schöne Videos, dort will man eben diese Rockstars, die DJs, die will man da sehen. Da muss man ganz starken Fokus drauf legen. Okay, das ist für mich eine sehr dankbare Überleitung, weil dieser Titel dieser Veranstaltung ist ja quasi zweigeteilt. Erstmal digitale Musikwirtschaft und Regionalverortung. Klingt erstmal etwas gestelzt, aber es sind beides Aspekte der Musikwirtschaft, die nicht zu vernachlässigen sind und die beide immer wichtiger werden oder auch schon wichtig sind. Kommen wir zur Regionalentwicklung. Hubert, die Popakademie in Baden-Württemberg hat dieses Jahr auch 10-jähriges Jubiläum. Ne? Nun ist es ja so, dass ihr gerade auch pressemäßig es einen großen Aufschlag gemacht habt, indem ihr über die Erfolge der Popakademie berichtet habt und da auch ganz deutlich wurde, im künstlerischen Bereich sind das nicht nur zwangsweise die Leute in der ersten Reihe, sowas wie Get Well Soon oder Abby oder solche Bands, sondern auch die Künstlermanager, die Produzenten, die Songwriter, die aus den jetzigen Charts gar nicht wegzudenken wären, auch wenn man sie nicht sieht, weil sie hinter den Namen dort stehen. Ist das eine neue, sag ich mal, Richtung der Musikwirtschaft, ein erlernteres, gelernteres Herangehensweise an die Sache? Ja, ich würde sagen, im wirtschaftlichen Bereich auf jeden Fall. Also es ist immer besser, ausgebildet zu sein, mehr zu wissen, als jetzt nur ein Quereinsteiger zu sein, weil auch dort gelten die ganz normalen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, über die man Bescheid wissen sollte. Man kann sich einfach besser bewegen, man ist informierter und man hat einen schnelleren Durchblick und kann damit auch seinen Schutzbefohlenen, also seinen Künstlern einfach besser helfen. Von daher hat Ausbildung in dem Bereich, also im betriebswirtschaftlichen Sinne, jetzt noch niemandem geschadet. Du hattest vorhin fälschlicherweise gesagt, wir wären die einzige anerkannte Hochschule, die sich jetzt mit Popmusik als Hauptfokus beschäftigt. Das ist nicht ganz so. Wir sind die einzige, die sich exklusiv damit beschäftigt. Wir haben keine anderen Ausbildungsgänge außer künstlerische und musikwirtschaftliche, kreativwirtschaftliche. Es gibt aber noch wohl einige anderen Hochschulen, auch in Berlin, aber auch in anderen Regionen, die Popmusik als Thema haben, vielleicht in etwas anderen Zusammenhängen und da auch ganz anerkannte Hochschulabschlüsse bieten. Das wollte ich noch zur Korrektur sagen. Also wir sind da jetzt nicht so ganz exklusiv. Wir machen aber nichts anderes an der Popakademie eben, als uns mit Popmusik in jeder Facette zu beschäftigen. Das ist natürlich für die kleine Branche ist es natürlich ein Gewinn an Ausbildungsqualität. Nicht umsonst haben wir sehr, sehr hohe Bewerberzahlen jetzt über die 10 Jahre, können nur ganz wenige Leute aufnehmen. Und wir haben relativ hohe auch Platzierungszahlen von unseren Abgängern, die Jobs bekommen, quer durch die Musik- und Medienwirtschaft. Auch einige Selbstständige, die inzwischen relativ erfolgreich sind. Ich darf jetzt vielleicht den jungen Mann neben mir erwähnen, der auch bei uns studiert hat und einige andere mehr. Also es zeigt sich, mit guter Ausbildung kann man sicherlich auch erfolgreicher sein, als wenn man das jetzt nur als Quereinsteiger macht. Aber wir fördern ja auch vor Ort, also wir sind nicht nur Ausbildungseinrichtungen jetzt für Leute, die einen Hochschulabschluss haben wollen in dem speziellen Bereich, sondern wir fördern ja auch vor Ort im Lande Baden-Württemberg, fördern wir Popmusik an der Basis. Wir haben ein Projekt, das wir Regionet nennen, wo wir mit Coachings, aber auch mit finanzieller Unterstützung in vielen Zentren Baden-Württembergs infrastrukturelle Hilfe bieten, weil Popmusik wird ja nicht in den Plattenfirmen oder entsteht nicht in den Plattenfirmen, in den Musikverlagen, sondern entsteht eben in den Proberäumen, in den kleinen Clubs, ob es in den großen Städten ist oder ob es in der Provinz ist. Ich glaube, die Mehrzahl der großen Acts kommt gar nicht mal aus den großen Städten, sondern die kommt eher aus der Provinz. Und also das fördern wir und das wird auch zunehmend durch die Republik auch in anderen Ländern erkannt als ein förderungswürdiger Gegenstand, weil da, wo Kultur gefördert wird, wo sich Kultur, sagen wir mal, auch richtig deutlich zeigt, kann sie ein Wettbewerbsvorteil sein in dem zunehmenden Wettbewerb von Städten und Regionen.
Es ist ja so, dass in Zukunft dieser Wettbewerb noch an Schärfe zunimmt. Hier geht es um die Akquisition von High Potentials, also von Arbeitskräften. Und jetzt gerade die Digital Natives, die werden paradiesischen Zeiten entgegensehen, also was den Arbeitsplatz angeht. Meine Generation, die Babyboomer, gehen die nächsten 10 Jahre in Massen aus dem Berufsleben. Aber von den jungen Menschen, die hier großteils sitzen, sind nicht genug da, um diese Plätze zu füllen. Also man sagt, studiert, was ihr wollt, studiert, was euch Spaß macht, ihr werdet immer einen Job bekommen. Und diese Jobs, um diese Leute braucht man. Gut, die meisten wollen erstmal nach Berlin, noch ein bisschen chillen, noch ein bisschen studieren. Und dann wollen sie Geld verdienen. Und dann müssen sie ja dann in die reichen Bundesländer wie Baden-Württemberg oder Bayern, die sich auch eine Pop-Akademie leisten können. Ja. Vor den Schwaben aus Berlin genau. Flüchten. Und aber das ist jetzt ernsthaft so. Also da, wo Kultur gefördert wird, und die Leute orientieren sich natürlich bei ihren, sagen wir mal, Residenzplänen natürlich auch nach dem Kulturangebot vor Ort. Was passiert da? Deswegen wollen ja auch alle nach Berlin, weil hier einfach mehr Kultur passiert als jetzt in vielen anderen. Obwohl Stuttgart hat im Ranking der Kulturangebote, glaube ich, den besten Platz vor ein paar Wochen. Wobei man die Rankings natürlich auch immer mit unterschiedlichen Augen betrachten kann. Aber vielleicht, genau, liegt an der Ober. Aber speziell eben, was die junge Generation angeht und die kulturellen Angebote, die finden vielleicht in Berlin momentan eben auch gewachsen. Gar nicht so, weil der Senat das jetzt hier in großem Stile fördert, dafür hat er gar kein Geld. Aber die Dinge, die kommen hier von unten. Und das muss man natürlich an anderer Stelle vielleicht ausgleichen mit einer sehr gezielten und vielleicht auch kostspieligen Förderung, die auch getan wird. Und das kommen wir wieder in Verbindung Popmusik als ein Kulturgut auch, diese zu fördern und damit auch Regionen und Städte, Gemeinden attraktiver zu machen. Das heißt, als Musikschaffender muss man seine Musik vielleicht irgendwann nicht mehr Amazon geben, damit die Waschmaschinen verkaufen können, sondern man kann sich von Städten fördern lassen, um beim Stadtimage quasi zu helfen und vielleicht nicht ganz so cheesy zu sein wie eine Waschmaschinenbeigabe. Ja, vielleicht. Man muss ja heute sehen, dass man als Musiker, als Kreativer, und das kann man natürlich dann auch lernen an solchen Ausbildungseinrichtungen, wie wir sie sind, dass es nicht nur das eine Ziel gibt, ich will möglichst schnell ein Star werden und Sex, Drugs und Rock'n'Roll, sondern es gibt halt verschiedene Möglichkeiten, wie man sein Talent einbringen kann, und man darf sich auf keinen Fall mehr konzentrieren auf das, was man früher als Plattenfirma oder Plattenindustrie konzentriert, sondern es gibt sehr viel mehr Möglichkeiten, wo ich als Künstler heute tätig sein kann. Das kann auch im kulturellen Umfeld meiner Gemeinde sein. Ja? Also man ist Multitasker, man muss viele Dinge machen können, damit man letztendlich, und das wollen die meisten, die auch zu uns kommen, möchten von dem, was sie tun, leben können. Das ist immer noch eine große Kunst, gerade was die Kreative angeht. Wir wissen alle, ob Schauspieler, Musiker, was auch immer, das durchschnittliche Brutto-Jahreseinkommen eines Popmusikers ist 14.000 Euro, ja? Brutto-Jahreseinkommen. Ja? Also wer da nicht eine gut verdienende Lebensgefährtin hat, wer nicht erbreich ist und wer nicht oder nicht bereit ist, nebenbei noch irgendwie Getränke auszufahren oder Dinge zu tun, kann von dem im Schnitt nicht leben. Aber da kann man natürlich nachhelfen, weil es andere Möglichkeiten gibt, auch da, indem man in seinem Metier bleibt, noch Geld zuzuverdienen. Aber das kann man lernen. Ja. Kurz Blick weg von den Musikschaffenden hin zu den Existenzgründern. Basti, du kommst ja aus Stuttgart, hast dann in Stuttgart erst studiert, dann in Mannheim, hast dann dein Label in Stuttgart gegründet. Gut, jetzt bist du mit Sitz in Berlin, aber dein Label ist trotzdem noch in Stuttgart. Wie wichtig ist dir regionale Verortung bei deinem Unternehmertum oder bei deinem Schritt in die Selbstständigkeit gewesen? Also ich glaube, das war für uns sehr wichtig. Vor allem auch, glaube ich, weil wir ein Hip-Hop-Label sind. Und für die Rappers ist es ja immer sehr wichtig, wo man herkommt. Und wir haben auch, also wir sind immer noch, obwohl jetzt sowohl ein Berliner als auch ein Stuttgarter Büro haben, ein Stuttgarter Label. Wir haben früh auch da Unterstützung bekommen von der Stadt Stuttgart. Wir haben da so, es gab, bevor es das Popbüro gab in Stuttgart, gab es das Cumulus Kulturbüro, wo die ganze Freundeskreis, Max Herre, Massive Töne, die dort so in dem Umfeld groß geworden sind und die für uns immer so ein bisschen die Vorbilder oder so großen Brüder waren, zu denen wir aufgeschaut haben. Und mit dem Cumulus Kulturbüro haben wir noch so am Ende, als es sie gerade noch gab, zum Beispiel einen Austausch mit Polen gemacht, sind dann als Bands nach Polen gefahren, sind dort aufgetreten. Und später dann, als das Popbüro dazu kam, ich habe dann da so Kurse besucht und habe da gelernt, wie sieht ein Booking-Vertrag aus, was ist wichtig beim Management-Vertrag,
oder habe auch Interviewtraining gemacht und so Sachen. Und das war sehr wichtig und hat uns viel geholfen, glaube ich. Und dazu haben wir das natürlich schon auch hochgehalten. So, wir sind aus Stuttgart, wir sind ein Stuttgarter Label, haben uns da wohlgefühlt. Auf der anderen Seite ist es schon auch so, dass in Stuttgart viele Sachen immer zugemacht werden. Es hat gerade die Röhre, eine Venue, die es schon sehr lange gibt und wo wir auch selber lange oft Veranstaltungen gemacht haben, hat zugemacht. Es gab früher eine Hall of Fame und einen Skatepark mitten in der Stadt. Gaskammer hieß die hat auch zugemacht. Das sind also so kleine Sachen, die so eher unterm Radar passieren, werden in Stuttgart schnell zugemacht. Das finde ich ein bisschen schade. Das Hip-Hop Open, ein Festival, ein Stuttgarter Festival, ist ja dann auch erstmal nach Mannheim gezogen, weil es sehr anstrengend war in Stuttgart mit der Polizei immer jedes Jahr. Wir sind jetzt seit letztem Jahr wieder zurückgekommen. Aber der regionale Bezug war und ist uns immer wichtig gewesen. Das hatte ja für uns auch, ich bin jetzt auch Mannheimerin, zur positiven Folge, Tim, dass es diese wunderschöne Kooperation gab. Die Time Warp findet jedes Jahr auf dem Maimarkt-Gelände statt und da stehen halt immer schon Tage vorher die großen Bühnen und die ganze Technik, dass sich Cosmopop und die Chimperator-Jungs mit den 0711er-Veranstaltern überlegt haben, warum nicht die Infrastruktur nutzen. Wie lange war der Weg zu dieser Idee? Also dabei rausgekommen ist das Wind-Festival, das... Genau, also wir haben uns, ich denke, November, Dezember eben zusammengesetzt und haben gedacht, warum nicht mal was gemeinsam machen. Auch wir als Cosmopop wollen uns ja weiterentwickeln und vielleicht auch mal neue Sachen ausprobieren, neue Styles kennenlernen. Und daraus ist dann eben zusammen eben mit dem Chimperator 0711 diese Idee entstanden, einfach diese Festivalproduktion, die ja vorhanden war, zu nutzen und dort eben ein neues Projekt zu etablieren. Ja. Voller Erfolg, ausverkauft. Genau, also nicht ganz ausverkauft, aber wir sind sehr zufrieden auf jeden Fall mit dem, was bei rausgekommen ist. Gerade wenn man bedenkt, dass es jetzt das erste Mal ist. Das erste Mal ist immer sehr schwer, wenn man eine neue Marke etablieren will. Ja. Aber es ist auch sehr gut angekommen, ja. Fand ich auch. Andi, regionale Verortung, du bist ja jetzt auch getingelt und bist jetzt, wir haben dich aus Baden-Württemberg, du bist ja auch aus Tübingen eigentlich, dann tatsächlich nach Berlin verloren. Bist du wegen deines Netzwerks dann tatsächlich hierher gekommen oder wegen den Jobs oder dem kulturellen Angebot? Es war so eine Mischung. Also ich bin tatsächlich mit 14 das erste Mal in Berlin gewesen und habe mich da sehr in die Stadt verliebt seinerzeit. Und wie das so mit Lieben ist, so manchmal läuft es gut, manchmal schlecht so. Winter tendenziell in Berlin ein bisschen schlechter, im Sommer ein bisschen besser so. Für mich war es letzten Endes dann tatsächlich einfach die Entscheidung, okay, ich möchte eine Zeit lang in Berlin leben. Hab das dann irgendwie während meiner Künstlermanagementzeit bei Teleporter gemacht. Bin jetzt beruflich wieder nach oben gezogen, habe aber auch 4,5 Jahre in Mannheim gewohnt, muss man dazu sagen. Und habe auch in Mannheim tatsächlich sehr, sehr viele schöne Momente erlebt und auch einen sehr intensiven Bezug dorthin entwickelt. Und es sind ja auch viele Freunde von mir nach wie vor in Mannheim. Ein Kumpel von mir hat jetzt sich dort ein Studio eingerichtet, produziert da chartrelevante Musik tatsächlich. Es passiert also wirklich einiges in Mannheim und ich bin sehr, sehr dankbar, dass sich das Ganze eben auch dort unten anfindet. Das kulturelle Angebot in Berlin ist natürlich super, aber ich denke auch, wie Hubert schon gemeint hat, dass es tatsächlich realistisch gesehen hier in Berlin leider die Problematik gibt, dass es mit den Arbeitsplätzen jetzt nicht ganz so gut ist. Und bei uns gab es damals auch eben immer den Witz, nach dem Studium erstmal nach Berlin sich ausleben und dann eben München, Hamburg oder sonst was. Und das merke ich auch bei einigen meiner Freunden oder Kollegen, die mit mir studiert haben, dass es tatsächlich dieser Weg dann war im Endeffekt. Ich für meinen Teil würde mich freuen, wenn ich diesen Weg erstmal nicht antreten muss. Denke aber auch in dem Bereich gibt es, uns wurde eingebläut, Jobs follow people. Das ist für uns als Humming-Veteranen jetzt eventuell der Fall, weil das bei uns sehr virtuell stattfindet. Aber man merkt doch auch, dass viele innovative oder sich als innovativ empfindende Unternehmen
diese Philosophie noch nicht komplett leben. Meistens sind das eben die Persönlichkeiten, die dann in diesen Positionen stecken, die sowas entscheiden, die dann so ein Unternehmen auch mit Leben oder mit Innovation füllen. Und ich stelle also tatsächlich auch bei solchen Unternehmen, wo ich es eigentlich nicht erwartet hätte, fest, dass es doch auch einen regionalen Bezug gibt und dass man tatsächlich eben dann auch vor Ort erwünscht ist, was ich aber auch ein Stück weit nachvollziehen kann. Jetzt habe ich noch mal eine von hinten durchs Auge Frage. Du bist ja Berater. Dein Produkt ist Musik. Du berätst quasi große Musikfirmen. Die Musikwirtschaft als, sagen wir mal, erste Branche der Kreativwirtschaften, die in die Knie gegangen ist, könnte ja auch Vorreiter sein für andere Branchen. Ob das jetzt aus der Kreativwirtschaft ist, sowas wie das Verlagswesen, oder auch mal weitergedacht, die Finanzbranche oder die Versicherungsbranche, die eventuell ähnliche Probleme bekommen werden, wie die Musikwirtschaft sie ja de facto schon seit einigen Jahren hat. Käme das für dich in Frage oder wurdest du schon mal angefragt, andere Branchen zu beraten tatsächlich? Also erstmal ist es tatsächlich richtig so. Ich finde das, eigentlich ist es für mich als Persönlichkeit genial. Ich kenne es nicht anders. Für mich war die Musikbranche schon immer so eine Art abgerockter, großer Club mit irgendwie wenig Bons für die Bands, die spielen wollen, und teuren Drinks und vielleicht eine Kiste Bier für ein Backstage, wo sich über Jahrzehnte die Isolierung dann auch irgendwie so ein bisschen weggegangen ist und dementsprechend die Party eigentlich draußen auf der Straße stattfindet und draußen aber dafür viel, viel mehr Leute irgendwie zuhören. Das heißt, dieser direkte Fankontakt und auch die Möglichkeiten, die eben diese Musik im Endeffekt für uns Musikunternehmen dann haben kann, bringt halt den Vorteil, dass man den Künstlern im Endeffekt auch früher, weil von ihnen mehr abverlangt wird, auch ein bisschen auf den Zahn fühlen kann. Das heißt, man merkt schon deutlich, wer da tatsächlich eine Geschichte hat, die er zu erzählen pflegt, die er auch weiß, wie er sie erzählen muss. Und was es dann auf andere Branchen im Endeffekt ummünzen könnte, ist, wenn man sich halt diese verschiedenen Patterns anschaut, wie solche Trends entstehen. Und im Endeffekt ist es ja nichts anderes als Trendforschung, wenn man so möchte. Dann gibt es sicherlich die Möglichkeit, es zu abstrahieren, wenn man zum Beispiel im Design auf Fashion schließen möchte und dort sich in der Blogosphäre umschaut und die richtigen Tools dafür entwickelt, dass man sozusagen sagen kann, okay, historisch bedingt gibt es eventuell die und die Verknüpfung, die sich vielleicht auch regional dann noch ergänzen und da eben eine Art Map irgendwie entwickelt, dann denke ich, dass es tatsächlich auch einen Beratungsgegenstand für andere Firmen haben kann. Also ich glaube schon, dass diese Use Case Musik auch auf andere Firmen anwendbar oder andere Bereiche anwendbar ist. Hubert. Hallo. Also wir haben ja schon festgestellt tatsächlich, dass die Download-Plattformen nicht von der Musikwirtschaft erfunden worden sind oder nicht als erstes initiiert worden sind. Genauso wurde auch der Düsenantrieb nicht von den Propellerherstellern erfunden oder die Kugelschreiber nicht von den Füllfederherstellern und das E-Book nicht vom Verlag. Man kann ja auch an der Pop-Akademie Creative Industries studieren. Ist das ein Trend, den ihr auch spürt, also dass quasi die Musikwirtschaft als negatives Positivbeispiel herangezogen werden kann? Von wegen, guck mal, die sind schon vor uns in die Knie gegangen, können wir daraus nicht lernen? Bezogen erstmal auf kreativwirtschaftlich artverwandte Branchen und vielleicht auch weitergedacht. Findet sowas statt? Also unsere Motivation war eher eine andere als jetzt vielleicht unsere Erfahrung mit einer niedergehenden Industrie, den anderen Kreativwirtschaftsbranchen, also unsere Erfahrung angedeihen. Das wird ja auch auf Fachverbandsebene gemacht. Es gibt die Content Alliance in Deutschland, in dem sich Film, Musik, Buch, Presseverlag zusammentun und ihre Interessen vertreten. Das gibt es alles schon. Und da wird auch, da wird sich ausgetauscht. Da werden auch die Probleme des anderen im Grunde genommen auch als Role Model sozusagen dienen da als Strategiefindung. Aber die Probleme sind doch anderer Art. Für uns im Kreativwirtschaftsstudium geht es eher darum zu sagen, wie ich vorhin schon sagte, junge Leute, die sich heute mit ihr Leben in erster Linie oder ihr Lebensunterhalt mit irgendeinem Job kreativ oder Verwerter im Musikbereich für den sich entschieden haben, ihnen zu zeigen, Musik ist ja nicht mehr nur oder war es auch noch nie, aber weniger denn je, nur beschränkt auf diesen engen Bereich dieser Musikwirtschaft, sondern Musik wird gebraucht beim Film, Musik wird gebraucht in allen Lebenslagen, in allen anderen Bereichen, ob das beim Fashion-Bereich ist, im Design-Bereich, wo auch immer. Musik spielt eine zunehmend größere Rolle als emotionaler Faktor.
Und auch das ist Handwerk, wie das dort funktioniert. Wie in der Werbung wird, ist Musik nicht wegzudenken, das schon seit vielen Jahren wird, aber immer gezielter und auch immer durchdachter eingesetzt. Aber auch das ist ein Handwerk, das erlernt werden kann. Also versuchen wir sowohl unseren kreativen Leuten als auch unseren Verwertern zu zeigen, hier gibt es noch andere Felder, in denen ihr arbeiten könnt. Nicht nur jetzt direkt, ich bin mit meiner Band im Club und dann werden wir versuchen, Stars aus euch zu machen. Sondern Musik kann in ganz anderer Weise eben auch noch monetarisiert werden und man kann letztendlich als Verwerter oder als Musiker davon leben. Das ist unsere Hauptmotivation, diese Bereiche mit zu inkludieren in unserer Ausbildungsbereich Kreativwirtschaft. Dankeschön. Jetzt habe ich schon, glaube ich, den Stage Manager im Nacken, weil wir in 5 Minuten zum Ende kommen müssen. Theoretisch könnten wir jetzt noch eine Fragerunde machen. Die erste Frage ist, gäbe es überhaupt Fragen? Und dann überlegen wir, ob das in 5 Minuten hinhaut. Nicht vordringeln. 2, das schaffen wir. 1, 2. Hallo, Chris Mehle aus dem tiefsten Oberschwaben. haben wir heute noch nicht so oft gehört. Und zwar die Frage geht an Sebastian. Die 2 Jungs von Sam, letztens iTunes gechartet quasi, davor das Tape 212 gab es ja für Umme auch. Siehst du da nicht irgendwo eine Gefahr, dass man sagt, okay, wir machen jetzt mal das erste Album, machen wir jetzt mal umsonst, dann pushen wir das Ganze. Das nächste hoffen wir, dass es funktioniert. Aber wenn es nicht funktioniert, vielleicht machen wir nochmal eins umsonst, dass es da irgendwo so ein Dumping, dass man dann so eine Dumpingphase reinkommt. Also man produziert dann immer so ein bisschen für Ome und schiebt die Monetarisierung hinten raus, dass der Künstler eben, sag mal, ja, im Zweifelsfall, wenn es blöd läuft, ein paar Monate. Nein. Okay. ich glaube, also von meinem Gefühl her hat sich beim Hörer verändert, wie er Musik konsumiert. Das heißt, generell kannst du ja, wenn du es möchtest, jede Musik im Netz einfach so bekommen. Also du bist nicht darauf angewiesen, es zu kaufen. So. Und dazu kommt, dass bei den Kids, denen auch, die legen, glaube ich, weniger Wert darauf, auf die Qualität von dem Sound. Ja? Also die hören nicht, die haben jetzt nicht eine krasse Anlage zu Hause oder die überkrassen Kopfhörer, sondern die hören Musik halt auf dem Handy mit den iPhone-Kopfhörern und denen reicht eine MP3 so. Deswegen aus deren Sicht, warum sollten sie sich Musik von einem Künstler kaufen, den sie noch nicht kennen, von dem sie nichts wissen und zu dem sie noch keinen Bezug haben? Wenn sie sich dafür interessieren, das muss man erstmal schaffen, dass sie sich dafür interessieren. Wenn sie sich dafür interessieren, dann können sie sich erstmal runterladen umsonst. Und das hat mich, als wir angefangen haben, hat mich das, da war es auch noch mehr, gab es diese Wares-Szene, die aktiv probiert haben, Releases vor VÖ zu bekommen und die ins Netz zu stellen, noch sehr viel aktiver. Und da hat es uns auch, weil wir weniger Geld hatten, sehr viel mehr betroffen. Und ich bin fuchsteufelswild geworden, weil es öfters passiert ist. Und ich habe mich da bewegt im Netz und habe gesucht und gelöscht. Und habe mir dann irgendwann gesagt, hey, warum lasse ich das aus meiner Hand nehmen? Das ist ja meine Musik eigentlich. Wieso darf so ein Penner jetzt plötzlich die Musik reinstellen und verdient dann auch noch Geld damit, weil er Werbung auf Banner schaltet? Dann mache ich es lieber selber, habe kein Risiko, weil ich nicht für teures Geld pressen lassen muss oder weniger Risiko und kann es steuern ein bisschen. Ich kann sagen, wo wird es runtergeladen? Ich kann sagen, ladet es euch umsonst runter, gebt mir eine E-Mail-Adresse. Ich kann jetzt bei Facebook, gib mir ein Like und du kriegst das Ding. Also ich habe einfach mehr Kontrolle darüber, kann es für mich nutzen und so macht es für uns Sinn. Also es ist eher, na klar, es kann passieren, dass man da Geld ausgibt und was umsonst reinstellt und nachher funktioniert es nicht, dann ist blöd. Hätten wir jetzt aber es nicht gemacht, hätten wir schon am Anfang Geld ausgegeben und es hätte auch nicht funktioniert. So. Also ich finde es eher, für uns ist es was Schönes, dass es gibt und möglich ist und ein gutes Tool, was wir auch weiter machen werden. So, auf die zweite Frage können wir jetzt leider nicht, aber ich habe eine Idee, ich habe einen Plan, nicht mehr auf diesem Panel antworten, deswegen nimmst du deine Frage mit an der Tür vorbei, holst dir dann Bon für ein Bier und gehst raus am Fachkräftestand vorbei und nimmst dir noch bei Baden-Württemberg Jobinfomaterial mit, um dann in die Refill-Bar draußen auf dem Hof links zu gehen und dann trinken wir ein Bier mit diesen Herrschaften und ihr kommt einfach auch alle mit, ja? Deswegen, da vorne gibt es die Bons, nicht da hinten an der Tür, hier vorne an der Tür. Und wir sehen uns einfach alle gleich draußen. Ich danke euch allen, dass ihr hier wart. Vielen, vielen Dank. Auch euch an das Interesse und bis gleich.